Wie heißt denn die Susi eigentlich mit Nachnamen? Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht. Premierenaufregung. Wahrscheinlich gibt es einen Nachnamen. Ich weiß ihn gerade nicht. Ich glaube, es gibt gar keinen. Wahrscheinlich, dann müssen wir die Rita fragen. Frage ich sie gleich nachher mal. Witzigerweise haben wir das jetzt beim letzten, bei der Griesnockerl-Affäre haben wir das überlegt, weil da meine Großmutter stirbt und es auf dem Grabstein ja dann interessant wird. Aber da haben wir rumgescherzt. Ich glaube, es gibt ihn wirklich nicht. Im Trader kann man mein liebstes bayerisches Schimpfwort hören, nämlich den Zipfelklatscher. Was ist denn Ihr liebstes bayerisches Schimpfwort, was vielleicht auch im Set gefallen ist? Also der Zipfelklatscher ist ein Klassiker, den kann man nicht toppen. Also ich habe keinen besseren. Der Film startet ja jetzt leider nur in Bayern. Sie leben in Berlin. Wenn Sie in Berlin der auch laufen würde, wie würden Sie den anpreisen? Was würden Sie sagen, warum sollen die Berliner in den Film reingehen? Ja, das Gute ist ja, dass man bayerische Filme eigentlich in Gesamtdeutschland gar nicht bewerben muss, weil der bayerische Film überall geliebt wird. Ich finde es okay, dass wir sagen, wir konzentrieren uns im Kino auf Bayern und im Fernsehen läuft er dann in Gesamtdeutschland. Beim Winterkartoffelknödel hat es ja super geklappt. Und über 4 Millionen, das hat uns riesig gefreut.